Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Wir sind im letzten Part bis hierhin gerannt, haben sogar noch einen Abstecher hier zum alten Boss gemacht. Ihr seht, wo wir herkamen. Und wir haben auch ein neues Speicherörtchen gefunden. Und ja, ein cooles altes Schloss, wobei ich eher bedenke, dass dann ein Riese auf uns wartet, aber gut. Jetzt mal schauen. Aber im Moment bin ich mir unsicher, da noch keine Cutscene gekommen ist. Geht's da hinten noch weiter? Ich weiß nicht. Und hau hopp. Scheinbar sind wir richtig. Oh my fucking goodness. Und wie soll man jetzt dich besiegen? Kannst du mir das verraten? Der steht ja direkt vor meiner Birne. Nein, heute nicht. Und was machen wir nun? Ha. Ha. Ich sehe schon, was eventuell gehen würde, aber wie komme ich da hoch? Hallo? Kannst du da irgendwas machen? Aber bitte nicht draufhauen. Frühstampfer wäre genügend. Aha. Er macht sogar. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ja, und nun? Ja, moin. Friss dies, mein Freund. Hallo? Warum prallt das ab? Ist so eins auf dem Kopf? Oh. Ja, und nu? Ich komme da nicht hoch. Hallo? Ich muss hochkommen. Ich komme hier nicht hoch. Hallo? Was machst du da? Ich hau dich in die Knie, mein Freund. Und wenn es mit Pfeilen ist. Musst du vielleicht hier zuhauen? Ich weiß es nicht. Ich komme so nicht auf dich rauf, Mann. Du hast zwar genügend Fell und das beruhigt mich, Champa. Also scheinbar sehr flexibel bist du aber nicht. So. Vorsicht,
Bin ja dran, du Knecht. Da oben muss ich hin. Hallo? Ich geh mal auf die andere Seite, man kann ja nicht umsonst irgendwie auf beiden Seiten hoch. Bin wie gesagt dran. Dein Ernst gerade. Gib dir neue Piercings oder keine Ahnung. Durchlöchere dich wie ein chinesisches Schweizer Messer. Na los. Willst du den Coolen gehören? Dann mach was. So. Und nun? Hallo? Brauchst lange zum Fokussieren, mein Freund. Ja, aha. Jetzt komme ich hoch, mein Freund. Warte nur. Ich steig dir aufs Dach. Und jetzt? Hoi. Das wäre beinahe wieder schief gegangen. Und jetzt? Da kommt man nur runter. Okay. Dann gehen wir hoch, würde ich sagen. Der Knecht, der kriegt jetzt Faustdick 1 in die Fresse. Ah, komm, nehmen wir zuerst diese Brücke. Komm hierher. Warum gehst du weg? Komm her. Ich will auf deinen scheiß Schädel. Ja, moin. Habe ich es noch geschafft? Jo, ich hab's noch geschafft. Nein! Oh, ha. Oh. Okay.
Nochmal von vorne. Bitte. Oh Gott, ich dachte, wir hätten ihn. Der Knick. Komm her. Komm her. Ich steig dir hässlich aufs Dach. Ich sagte, ich steig dir hässlich aufs Dach. Aber dann tritt zu. So. Jetzt brauchst du sowieso eine Weile, bis du wieder so stehst, dass du mich killen könntest. So. Hallo. Muss dich wahrscheinlich noch ein bisschen anlocken, aber läuft. Hier war die kaputte Brücke, ne? Ja. Komm. Ja, Mann. Und das tut gleich weh, mein Freund. So. Nein. Nö, heute nicht. Voila. Dreckiges Stück Scheiße. So, ich lasse jetzt definitiv ein bisschen aufladen. Aber ich muss auf seine scheiß Schulter kommen. Na komm schon, jetzt sei nicht so ein Arschloch. Da unten habe ich was gesehen. So, halte dich fest. So. 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 Sträube dich nicht dagegen. Hallo? Nein, oder? Oh, nee. Du bist ein Stück Scheiße, weißt du das? Und da bin ich nochmal an dir hoch und dann über dich rüber. Du bist vielleicht ein Arsch. Wobei, vielleicht muss ich nicht mehr ganz hoch. Aber ich denke eben schon.
So, abgefedert. So. Warum hast du die andere Platte hochgemacht? Knechelein. Das war so nicht ausgemacht. So. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir beschießen dich ein bisschen, bis du nah genug bist. Wechseln auf die Waffe. Aha. Ja, moin. Das war instant perfekt. Aha. Diesmal habe ich aber genug Ausdauer, mein Freund. So. So. Oh Mann. Jetzt will er es noch rauszögern. Jetzt gegen Ende. Aber er hat nichts gegen uns zur Wehr zu setzen. Das heißt, bye bye. Tal der Gefallen. Ja, Mann. Tschüssi. Ich bleib gleich in deiner Hand. Sorry. Ich muss mal. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ob jetzt einfach direkt ein Boss kommt oder ob wir... wieder einfach normal hinrennen können. Weil jetzt fehlt nur noch ein einziger Koloss. Ja, der letzte. Okay. Was das wohl heißen mag. Okay. Let's do this. Meine Ausdauer hat sich noch nicht vollkommen regeneriert. Okay. Einfach geradeaus, dein Ernst? Okay. Ha. So sollte das laufen eigentlich immer. Wenn ich auf Agro aufsteigen möchte. Aber das ist doch das Anfangsgebiet, wo wir einst den einen gelegt haben. Ah.
Jetzt ist die Frage. Sollen wir links durch? Was ich schon fast behaupten würde. Und dann einfach straight dem Lichtkegel folgen. Sofern mal einer kommt. Okay, wir müssen jetzt rechts lang. Und nicht links. Weil da waren wir ja nämlich auch bei dem einen Koloss. Da bin ich, glaube ich, links lang gegangen. Hat's hier einen Speicherpoint, den ich gar nicht mitgenommen habe? Ja, moin. Den würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Inklusive des Eidechschens. Was es hier geben sollte. Sollte, nicht müsste. Aber eigentlich müsste es hier eins geben, weil... Naja. Das ist halt ein Speicherpoint. Und ich hatte den noch nicht auf der Karte, von daher... Sehr wahrscheinlich, dass ich den da nicht mitgenommen habe. Aber es sieht danach aus, als wäre hier nichts von Eidechse zu sehen. Das heißt, let's do this, wir gehen. Ich habe nichts gesehen, das heißt, nichts da. So. Also hatte ich recht, wir mussten nicht zum alten Boss hoch. Sondern einfach hier geradeaus weiter. Oh, aber dann mache ich hier noch mal kurz einen Halt. Weil wegen Essen gibt mir vielleicht noch ein bisschen mehr Leben. Für den letzten Bossfight nicht verkehrt. Nö. Da gibt's ja gar nichts. Und wenn, übersehe ich die. Schieß mal ein bisschen drauf, vielleicht fällt das runter. Ah. Okay. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Da hinten hin muss ich? Okay. Agro. Wie kommen wir hier runter, Agro? Ah, ich weiß wie. Agro! Agro! So. Kann jetzt sein, dass wir noch auf ein paar Eidechsen treffen, aber
Muss halt auch nicht sein. Und tschüss. Au. Solange es nur das ist, ist es mir eigentlich sehr wohl egal. Immer noch da vorne. Gut. Ah, das ist wahrscheinlich der letzte Bossfight. Aber was ist mit der, also mit den anderen Wolken, ja? Da hätten sie prima auch noch Kolosse verstecken können. Ja, moin, da wäre es runtergegangen. Agro kommt langsam, aber sicher. Also das lief diesmal suboptimal. Hallo. Ja, und nun? Ja, moin. Sesam, öffne dich, würde ich sagen. Wie geil ist das denn? Aber ich frage mich eher, von wo er das Schwert hat, das Kolosse auswendig macht. Oder bin ich mir, also bin ich der Einzige, der sich das fragt? Aha. Speicherpoint. Inklusive das da, okay. Neidechse zum Mitnehmen bitte. Auf jeden Fall müsste ich das nicht mehr machen, wenn ich irgendwie sterben würde. Nur noch den Kack hier. Okay, ich spring mal eine Runde. Und tschüss. Geronimo. Die Animation. Okay. Irgendwie wollte er sich nicht festhalten. Aber ich habe R2 gedrückt. Nur mal so, am Rande. Also möchte ich auch. Ich sterbe und ich komme an meinem Bett wieder. Na? Ich glaube, dann würde ich jeden todesmutigen Move machen, ne? Weil ich weiß, ja, easy, ich komme gleich eh wieder. Okay. Man kann da wirklich nicht hin. Und diesmal habe ich, ihr habt es gesehen, ich bin abgestoßen worden. Okay, irgendwas hat auf mich geballert. Das gefiel mir gar nicht gerade. Wie gesagt, zum Glück haben wir hier einen Speicherpoint. Sonst könnte das noch eine ordentliche Chance geben. Aber gut. Es reicht auch schon, dass wir hier immer wieder hoch müssen. Wie komme ich also darüber? Ah.
Ah. Irgendwas habe ich aufgesammelt, aber ich weiß nicht was. Arrow? Ach so, könnte es sein. Also Aggro. Ja, Mann. Jetzt spring. Nee, Aggro. Nein. Aber er heult nicht mal. Der Schrei war realistischer als jetzt sein Blick. Okay. Weiter geht's. Ohne ein Wort zu verlieren. Das ist auch mal was. Man verliert seinen besten Wegkumpanen. Und ja, easy. Dann ist er halt tot. Ich brauch dich danach eh nicht mehr. So in dem Sinne. Ciao, Agro. Oder Agro. Scheiß doch, die wandern. Ein Verlust muss er leider hinnehmen. Und das ist Agro. Wie kommen wir eigentlich dorthin, wenn wir jetzt sterben? Weil die Brücke ist zu. Also kaputt. Wie auch immer. Auf jeden Fall nicht mehr benutzbar. Das meinte ich. Ah, Gro, ich komme zu dir. Ich habe keinen Bock mehr zu leben ohne dich. Sag jetzt nicht, ich muss die Szene 1000 Mal wieder angucken. Ja, moin. Agro ist wieder da. Habt ihr jemals sowas schon gesehen? Agro! Agro! Tut mir leid, Ferdi. Und obwohl der Protagonist jetzt genau weiß, was passieren wird, macht er Folgendes. Ist scheißegal, ich muss das machen, ne? Rennt mit ihm da durch. Oh. Ich dachte, das wäre halbwegs eine Cutscene. Ich glaub's nicht. Oh Gott. Lustige Szenen eignen sich hier. Die Ereignisse überschlagen sich. Aggro und unser Protagonist machen einen Abflug. Oh Mann. Ah, das glaubt keiner. Ohne Witz, ich dachte, es wäre eine Cutscene, dass ich da nicht springen könnte. Aber doch. Das ging doch. Wo ist Aggro? Aggro. Aggro! Hier musst du hochlaufen. Und nein, diesmal springe ich nicht. Du darfst alleine sterben. Oh Mann. Ist eigentlich so brutal für den Spieler selbst, wenn er eine Bindung zu dem Ross aufgebaut hat, oder zu dem Pferd, wie ihr das Ding jetzt auch nennen möchtet. Na, ach. Das ist eine Cutscene. Aber die kann ich nicht überspringen. Was? Nee. Und dann müssen wir noch zugucken, wie es immer wieder ins Wasser plumpst und stirbt, ist das nervig.
Oh, grow. Naja. Egal. Schaffen wir jetzt es wenigstens zum Koloss? Das vorhin war nur reine Dummheit, dass ich da runtergeflogen bin, weil er sich nicht festgehalten hat. Und ich zu nah an die Klippe gegangen bin. Ja gut. Dann musst du eben so klettern. Ich weiß zwar nicht, welches Gras seitwärts wächst, aber okay. Nehme ich an. Vor allen Dingen, was so stark ist, um Menschen zu halten. Wenn es jetzt noch von einem Koloss wäre, okay, dann würde ich's akzeptieren, aber so ist es schon eher unrealistisch, aber gut. Ja, und jetzt? Ich hoffe, ich mach's richtig. Oh my fucking goodness. Oh, da ist er. Da ist unser guter Koloss, den letzten seiner Art. Okay. Interessant. Mit dem sollten wir eigentlich schnell spazieren gehen. Kein Problem für uns. So. Nö. Ist klar. Oh. Da kann man rein. Cool. Nein, ich habe es jetzt nicht irgendwo schon mal gesehen, aber ich habe keinen Bock, gegen den richtig zu fighten. Ich hätte jetzt sowieso geguckt, was kann man machen, bevor man überhaupt losstürmt, den Trottel. Und Schaden frisst. Jetzt hast du dich aber nicht im Boden festgebackt, ne? Dankeschön. So. Schieß nochmal. Oh, moin! Au! Ja, moin! Und der braucht natürlich dann wieder eine halbe Minute, bis er aufsteht. Ich weiß, das ist realistisch gemacht hingegen, aber wenn man sowas realistisch macht, sollte man das andere wenigstens auch realistisch machen. Ja, moin! Und hier unten geht's lang. Okay. Ich lass mich einfach reinkugeln, ne? Ohne Wenn und Aber. Kein Bock. Nehme mal keine Waffe hervor, dann bin ich vielleicht etwas schneller und flexibler.
Aber dass die jetzt nochmal sowas auffahren. Das ist auch ein Hammer. Kein Bock. Nein. Vor allem Ding, woher sieht er mich? Sieht er mich immer? Ist er behindert? Hat er einen Sensor drin? Für mein Schwert oder so? Spürt er vielleicht meine Macht? Oder unsere Macht, wie auch immer. Oh, scheiße, stehen wir nah an ihm dran. Nein! Nicht schon wieder, ich dachte, das klappt. Wenn er direkt geschossen hat, dass ich weiterkomme. Aber nein. Junge, ich komme schon demoliert zu dir. Ja, ist klar. Und ich bin gleich tot, Mann. Ich habe keinen Bock, alles nochmal zu machen. Und wenn ich hier unten stehen bleiben muss, bis mein Leben regeneriert wird. Also, da kenne ich nichts. Okay. Er hat mich direkt wieder runtergeballert. Also das ist die schwierigste Stelle ever. Die treffen vor allem so punktgenau, dass man fast keine Chance hat auszuweichen. Nein! Ja, super. Na, ist klar. Ich sterbe jetzt an dem Meter. Das weigere ich mich zu glauben. Ja, ich bin tot. Weil wegen seinen Scheißbomben. Halt die Fresse, sonst klatscht's. Und wenn ich jetzt wieder... Ah, immerhin. Wir müssen jetzt nur den Scheiß wieder machen. So. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und vor allen Dingen, wenn ich wüsste, wie es weitergeht zum Teil, oder besser gesagt, wie man da durchkommt, wenn ich das irgendwo gesehen hätte, müsste ich da ja auch spielen gleich durchkommen. Moin. Steh auf, Kollege. Breitarsch. Du lässt dich so einfach treffen, Mann. So, immer zwei Stück. Ja, moin. So, wir sind jetzt wenigstens unten. Jetzt muss ich es nur noch am anderen Ort vorbeischaffen. Ich bin so schlecht in dem. Wahrscheinlich. Keine Ahnung.
So. Es gibt jetzt in meinem Leben noch ein bisschen Zeit, sich zu regenerieren, aber wahrscheinlich nicht so wirklich viel. Warte mal. Ja, wenn man sich duckt, regeneriert man schneller. Okay, nicht schlecht. Wusste ich nicht. Dass das wirklich so ist. So. So, danke. Sauber. Sauber, sauber, sauber. Oh, wir sind unter dem Koloss. Und nun? Jetzt kann er zumindest nicht mehr schießen. Das sieht schon mal gut aus. Dann hier hoch. Da hoch. Zumindest sieht es danach aus. Nö, nicht einfach so, sondern springen. Hallo, ich möchte hier nicht runterfallen. Ist so das Letzte, was ich möchte. So. Lass mich kurz mal auffüllen, dann geht's hier weiter. Scheiße, sieht aus wie ein Hochhaus. So. Na bitte. Hey, 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 hey. Willst du mich greifen? Nein, ich bin runtergefallen. Jetzt. Hallo. Sollte mal meine Ausdauer regenerieren. Kindskopf. Nein! Bomb. Oh, ich hasse es. Kein Kommentar zu der Scheiße hier, die gerade läuft.
So. Da sind wir wieder. Fuck you, bitch. Nein! Ich konnte mich irgendwo noch festhalten. Sonst hätte ich den ganzen Weg nochmal machen dürfen. Ah, darf ich sowieso 90% nochmal machen. So. Also mir erschließt sich noch nicht ganz, was ich machen muss. Oh. Ich lasse kurz ein bisschen aufladen. So. Mann. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, was ich machen muss. Ich brauche seinen Handrücken und dann kann ich da ganz hoch. Wahrscheinlich irgendwie. Aber ist schon beeindruckend, der Koloss. Also zum nächsten Mal die Animation gesehen. Ja, genau. Hä? Warum hat der losgelassen? Warum? Muss ich das verstehen? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht, ne? Langsam kotzt es mich echt an, hier hochzukommen. Nur um dem eine Abreibung zu verpassen.
So. Ja moin, jetzt hält er die Hand noch weg. So. Hallo? Hallo? Nein! Aber wir sind weitergekommen. Gut. Mehr musste ich nicht wissen. So. Mann. So, hier haben sie sich ja noch einiges einfallen lassen für das Ende. Nein. Komm hoch. So. Jetzt gehe ich hier hin. Pausiere mal, dass mein Leben noch ein bisschen Regeneration tut und dann. So. Hallo. Willst du mich verarschen? Schau deine Hand doch noch 300 Mal an. Ein. Ja, aber klar, ne? Aber wie er einfach seine scheiß Hand 300 Mal anguckt. Also dafür ist die Steuerung echt zu dumm, ey. Also, ich habe ja selten gemeckert, außer am Anfang, ne? Aber das geht über keine Kuhhaut.
So. Zieh mich hoch, Scotty. Ja, komm schon. Jetzt sei kein Arschloch. Warte nur, wenn ich auf deinem Schädel oben bin, mach ich Rambazamba, ey. Oh Gott, ich krieg zu viel. So. So. Wenigstens haben wir es Ruhe von den Feuerbällen. Das ist doch auch mal was Schönes. Einmal bitte aufsteigen. So, das müsste reichen. Nein, reicht nicht, weil der wieder seine Patschehand angucken muss, dann wieder mal schütteln muss. Also, ich sehe schon wieder kommen, ich sehe schon wieder kommen. Au. Nicht das habe ich kommen sehen, aber also doch schon, aber erst später. Aber gut. Mann, 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 wir haben es andere gemacht. Ganz im Ernst. Das ist mehr als deprimierend. Ja, sonst scheiße ich auf den Boss, ganz ehrlich, weil... Tut mir leid, also... Das ist mehr unlogische Kacke als... Keine Ahnung was. Und der kann sich ja nicht mal richtig festheben. Festhalten, wie auch immer. So. So. Voila. Jetzt sind wir wieder hier. Ah, moin. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. An seine Schulter zu schießen, weil dort wird es weitergehen. Habe ich mit meinem geschulten Auge gesehen, aber bringt mir halt auch nichts, wenn ich nicht da hinkomme mit dem Pfeil. So.
Das war das. Nee, oder? Aha. Ja, irgendwie muss ich ja aufstehen und schießen. Irgendwie muss ich. Sonst komme ich an seiner Schulter nicht ran. Ja, wow. Pff. Ey, dieser Koloss kann mich sowas von mal am Arsch. Na gut, dann. Das ist eines der Spiele, die ich nicht vollenden werde, weil das Spiel zu dumm ist, um mir eine Gelegenheit zu geben. Jeder Koloss hatte irgendwo eine Gelegenheit. Der gibt mir keine. Warum auch? Die anderen waren ja zu leicht. Da muss man ja übertreiben bei dem Boss. So, ja, ist klar. Und dann hält er sich nicht mal fest, der Vollidiot. Der kann mir sowas von am Arsch hängen, ey. Also, ich weiß ja nicht. Ich klicke klar und deutlich auf R2. Und es interessiert ihn kein Stück. Endboss hin oder her, aber das ist. Das geht zu weit. Nee, ich darf noch nicht. Meine Ausdauerleiste ist nicht voll. Hallo? So. So. Da seht ihr, wie es leuchtet. An der Schulter. Ich halte mich fest, ne? Also, ne. Hallo. Ach was. Jetzt melden sich die Knödel auch mal zu Wort. Ach was ihr nicht sagt. Ist es an einem Ort, an den ich so leicht nicht gelange? Ach, boah. Seid ihr dödelschlau. Ihr Dödel seid nicht gerade die hellsten. So. Nein!
So. Bis hin komme ich hier. Alles tutti. So. Ich halte mich fest. Aber er will nicht, dass ich dorthin komme. Ist ja auch logisch, aber... Was halt nicht logisch ist, ist die Tatsache, nein, nö, ich hab's geschafft und ich fall runter. Also ich weiß jetzt, wie man's macht. Okay, ist okay. Okay, I have found this Kack. Jetzt weiß ich, wie man es machen muss. Du armer Irrer. So, komm. Hallo. Nehmen Sie mich mit. Dann falle ich mal nochmal runter, weil es so schön war. Wisst ihr, ich war noch nicht fertig. Ich musste ihm noch ein bisschen in den Arsch pieksen, also besser gesagt in die Hand pieksen, weil, oder in den Rücken, weil das, was der hier abgezogen hat, geht halt über keine Kuhhaut und das muss ich ihn noch ein bisschen spüren lassen. Phantom ist zumindest mein Protagonist. So. Jetzt aber sind wir wieder am Patschearm und sogar sehr safe. So, und dann. So. Wunderbar. Hallo? Hallo? Springst du mal? So, jetzt stehen wir ungefähr richtig. Weil, wenn er jetzt wieder hochgeht, werde ich wieder so hingeknallt, dass ich direkt schießen kann. Wenn ich den treffe. Zum Glück konnte ich mich festhalten, ja. Also wenn ich jetzt nicht gesehen hätte, wie man es macht, dann hätte ich jetzt definitiv gesagt, Leute, das war's von mir für heute. Definitiv. Aber so könnte ich mir vorstellen, klappt's gleich. Weil der ist nicht so schwierig, muss ich sagen. Das Schwierige ist, ihn zu besteigen.
Das klingt so falsch. Aber es ist halt die traurige Wahrheit. So, komm. Jetzt musst du nur hoch. Alles andere ist sinnfrei. Na los. Hätte ich keinen Fehler vorhin gemacht, dann wäre ich jetzt drüben auf der Schulter. So. Hallo. Läuft da wieder mal suboptimal. Nein. Oh Gott. So. Ja, ist klar. Bum, bum. Au. Ist klar. Ohne Witz. Du bist ein Arschloch, der seinesgleichen sucht, Bringt es um, bevor es Eier legt, Bringt es um, bevor es Eier legt. So. Ich weiß, mag langweilig sein, aber falls ihr es nicht selbst gezockt habt, könnt ihr definitiv nicht mitreden, Weil das ist einfach too much, Und dass du überhaupt die Version, die sozusagen geremastert wurde, wenn man so will, hat ja bessere Grafik und so. So, jetzt sind wir wieder hier.
Warum wurde ich getroffen? Warum wurde ich getroffen? Warum muss ich jetzt den ganzen Scheißweg nochmal von Anfang an gehen? Weswegen? Was habe ich euch gemacht? Tut mir leid, eigentlich war diese Folge anders geplant. Definitiv. Nicht, dass ich durchrushe, aber wenigstens, dass wir ein angemessenes Finale haben. Aber nein. Daraus wurde nichts. Warum sehen wir hier gerade am besten Beispiel? Ist klar. Aha. Funktioniert also doch. Warum musst du dich immer da an sowas so hoch hangeln? Du kannst ja sonst auch immer nur hochspringen. Was soll diese Mechanik, Ja, Mann, wir sind oben, Es braucht nicht mehr viel und wir hätten ihn. Nicht mehr viel. Ja, moin. Ja, moin. Und das zieht wieder an der Ausdauer. So. Ja, das funktioniert jetzt gerade nicht. So. Ich muss genau auf seiner Handfläche stehen da. Und das wird wieder nichts. Aber das sah jetzt schon besser aus, ne? So. So, nochmal. So. Meine Fresse, Ausdauer erholt sich zum Glück auch schneller, wenn wir kurz mal innehalten.
So. Egal wie oft du das noch sagst, ist nichts an der Tatsache, dass ich gerade nicht hochkomme. So. Aber jetzt bin ich oben. Ohne Moment, die. Haha. Aha. So. Und da gehe ich jetzt nicht mehr weg, ey. So. Spätestens wenn ich bei der großen Kugel angekommen bin, gehe ich nochmal zurück. Hallo? Also der wehrt sich jetzt mehr als irgendwas anderes. So, da hinten sollte ich recht safe sein. Ah, Gott, ich hab's endlich geschafft mit euch auf diesen scheiß Koloss. Na? Tja, ich komm gleich wieder. Meine Freundin, glaube ich, kommt gleich. Ihr müsst nur einen kurzen Moment Geduld haben. Bis gleich.
So, da bin ich wieder. Die Pause hat mir auch recht gut getan. Ich bin kurz pinkeln gegangen. Und ja, mein Sohn ist jetzt wieder hier. Es tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Ich hoffe, ihr konntet auch eine Kaffeepause euch gönnen. Ja, aber Alter, so aber nicht. Aha. Wenn man ganz aufzieht, dann tut's ordentlich weh, ne? Kleiner Bastardo. Kleiner Bastardino. Kleiner Bastino, Junge. Heute stirbst du. Hallo? Spinnst du? Danke, jetzt darfst du wieder rumspinnen. Einmal darfst du, einmal darf ich. Ganz einfache Mathematik. Nicht du zweimal und ich einmal. Nee, 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 nee. So läuft der Hase nämlich nicht. Nicht bei mir. So, jetzt darf ich noch einmal zustechen und dann... Nö. Ich glaube, ich muss noch kurz mal zurück. Oh Gott, das wäre jetzt beinahe schief gegangen. Ich muss auf seine andere Schulter. War klar. Jetzt darf ich das nochmal machen, ne? War sowas von klar. Hallo. Einfach hoch. Gib mir das jetzt auf den Sack. Jetzt darf ich den ganzen Schrott nochmal machen. Also, die, die das First Try machen, Chapeau an euch, aber das ist nichts für mich. Aber wir haben ihm schon ein ganz gutes Stück abgezogen. So. So. Hier sind wir wieder. Wie gesagt, auf dem halben Wege. Und jetzt gar keine Fails machen hier. Etwa hier ist perfekt. Warum bin ich runtergeflogen? Ja, moin. Ja, moin, Leck mich doch am Sack, So. Supi. Das ging nochmal knapp vorbei. Wir sind wenigstens wieder da. Das hätte jetzt auch schief gehen können. Und dann wäre die ganze Arbeit umsonst gewesen. Das Hochsteigen, das Schaden machen,
Das Rumgewedel wäre alles umsonst gewesen. So. So, danke schön. Der kleine Bastino-Schrank da. So. So. Komm nochmal an den Rücken. So. Ja, war super. War sowas von klar. Naja, solange ich hier oben bin, ist alles okay. Ja, war klar, ne? So, jetzt kann ich mich kurz mal aufladen. So. Ja, super. Denn das jetzt werden. So, so kann man natürlich auch machen. So. So. Okay. Das ist ein Satz mit X, würde ich sagen. Ich krieg zu viel. Zuerst die genehmigte Pause und dann nach der Pause geht's direkt scheiße weiter. Na komm. So. So. Wunderbar. Das war wieder Bilderbuch-like. Und dann... Los.
So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nein! Au. War klar. Und jetzt kann ich mich sowieso nicht mehr konzentrieren, weil meine Freundin da ist und so weiter und so fort. Die möchte jetzt auch, dass ich mich um andere Dinge kümmere. Oh, ich hasse es. Obwohl sie genau weiß, dass ich, also dass wir bald 4 Tage fort sind. Immerhin schaffen wir den Übergang immer. Recht tadellos. So. So. Alter, warum werde ich runtergeschmissen? Wenn ich direkt, bevor du nicht mal runtergehst, drücke ich schon R2. So wie jetzt. Das hätte eigentlich passieren sollen. Aber nein, passierte eben nicht. Weswegen ich auch einen Absacker gemacht habe. Deine Patsche Hand habe ich jetzt bald genug gesehen. Ihr sicherlich auch. Na, also. Ich gebe mein Bestes, na, aber mein Bestes scheint da nicht gut genug zu sein. So. Ja moin, jetzt lässt er sich los und ich platsch hier runter. Ja moin, was bist denn du für ein Trojaner? Und wir hatten volle Ausdauer, ja? Also falls sich jemand alles gibt, möchte ich ganz gerne wissen, war das so unlucky oder so? Oder war das, weil ich zu wenig Leben hatte? Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber wer weiß. So.
So. Na bitte. Und ich möchte halt meine Ausdauer noch voll haben. Zumindest für einen Teil. So. Und jetzt Sharingan. So. Das Sharingan hat gefunkt. Das heißt, Arschkriecher bekommt bald Besuch wieder von mir. Arschkriecher bekommt hammerharten Besuch von mir. So, einmal. Zweimal. Oh Gott im Himmel. Man kann sich ja auch wehren, Mann. Nur noch circa dreimal. So. So, ich möchte hier hin, wo es sicher ist, solange ich mich hier heilen möchte. Oh nee. Alter, mach jetzt keine Scheiße. So, sollte reichen, um ihn zu killen. Endlich, um das Ende zu sehen. Ging das fast über eine Stunde mit dem Affen. Nein, hör auf. Du bist wirklich ein Affe. Noch dreimal zustechen. Noch zweimal. Ja, beim nächsten Mal habe ich ihn, egal was er jetzt noch macht. Ja, endlich, endlich. Naja, tob dich nur noch aus. Ist alles okay, ich habe noch genug Ausdauer. Ah, jetzt wird es doch noch knapp, oder wie? Nein. Der letzte Koloss. Oh Gott. Endlich. Er fällt in sich zusammen. Und wir haben es geschafft. Meine Güte. War das nervig. Boah, der hat jetzt 2 Stunden meiner Zeit beansprucht. Das war jetzt sowas von ultramäßig kacke, ey. Und was seid ihr für Flitzpiepen? Seine Freunde oder wie?
Dann kommt ihr einen Tick zu spät.
So, irgendwie kann ich nichts machen. Und jetzt? Ich durfte das Monster zwar spielen, aber irgendwie auch nur mehr klobig als irgendwas anderes. Und jetzt versiegen sie mich, oder wie? Ich konnte mich auch nicht umdrehen. You're cold!
Naja, ist in dem Sinne ja nur richtig, aber was ist mit uns? So. Wie lange wirkt das jetzt? Ja, super. Sollte das so sein? Ich guck dann noch das Let's Play fertig, ohne Spaß. Was ich mal angefangen habe. Ich werde, es gibt zwei Enden, eins ein gutes und ein schlechtes. Ich hatte das schlechte Ende. Ja. Wenn man nicht weiß, was man tun soll, da, also es tut mir leid, das ist schwieriger als Kolosse töten. Ja, und warum zeigt die sie hier noch? Die ist jetzt eh verloren. Also es würde mich ja wundern, wenn die jetzt lebt. Und wozu man noch kämpfen konnte oder dagegen ankämpfen konnte, weiß ich ja auch nicht. Mal ganz ehrlich, es ist so behindert. Wenn man jetzt nichts machen konnte, okay, ja klar, jetzt erwacht sie. Warum erwacht sie jetzt, wo wir weg sind? Genau. Genau. Und die ist jetzt eingesperrt in der Welt. Was soll ich davon halten? Agro? Oh nee, es ist schwer verletzt. Aber wie es
das überlebt hat. Unlogisch. Geschweige denn, das Ende ist hier einfach nur noch fraglich. Aber das war Shadow of the Colossus. An sich ein eher lineares Spiel. Klar, man konnte noch rumgurken, wie man wollte, aber... Naja. Mich hat halt als einziges gestört, jetzt gerade das Ende. Und teilweise Agro, genau. Alles andere war eigentlich cool. Und natürlich auch der Bossfight hat ultra genervt. Bis man mal gewusst hat, wie man stehen muss, um gegen die klarzukommen, ist echt zu viel des Guten gewesen. Naja, ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir zum größten Teil auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Teil auch wieder mit dabei. Falls es einen neuen gibt. Tölö.